Welche Brillenfarbe passt zu mir? Bestimmt hast du dich das auch schon gefragt und hast dir beim Kauf einer Brille auch Hoffnung gemacht, dass man dich damit gut unterstützt und dir da viele Tipps zu geben kann. In meinen Weiterbildungen für Optiker stelle ich aber fest, dass gerade zum Thema Farbe sehr viel Halbwissen vorhanden ist. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Crashkurs für euch als Brillenkäufer und für euch als Brillenberater. Bleibt also dran! Beim Kauf einer Brille, wenn es um das Thema Farbe geht, kommen manchmal Kunden mit so einem Farbpass oder du hast vielleicht selber in der Farbberatung so einen Farbpass bekommen. Aber die Brille spielt eine besondere Rolle. Sie ist mitten im Gesicht, hat also auch eine komplett andere Wirkung. Du kannst also nicht alle Farben aus deinem Farbkreis auch als Brille umsetzen, weil die Dominanz einfach sehr viel stärker ist. Und deswegen splitten wir einfach mal die Kriterien oder Charaktere von Farben auf und ihr könnt separat mal schauen, was funktioniert eigentlich auch im Gesicht. Und starten wir mal mit dem Allereinfachsten, wenn wir über Farbgruppen sprechen. Es gibt nämlich nur drei, also so viel gibt es da gar nicht zu lernen oder zu merken. Die erste Farbgruppe ist hell und dunkel. Es gibt Farben, die sind heller, ne, weiß, oder es gibt Farben, die sind dunkel, die sind schwarz und dazwischen gibt es jede Menge andere Möglichkeiten. Und es gibt Menschen, denen steht das Helle besser und es gibt andere Menschen, denen steht das Dunkle besser. Grundsätzlich gilt auch, dass helle Farben immer freundlicher, netter, sympathischer wirken und dunkle Farben seriöser, härter, autoritärer oder wie auch immer. Das ist die psychologische Wirkung. Aber man kann Farbe nicht nur von der Psychologie sehen, sondern es hängt davon ab, wie siehst du eigentlich aus? Und da habe ich mal ein paar Bilder für euch vorbereitet, dass ihr sehen könnt, wie es sich lohnt, genau darauf zu achten. Also auf dem ersten Bild seht ihr eine junge Frau mit einer rahmenlosen Fassung, ganz dezent und zurückhaltend. Und genauso wirkt sie auch. Also die Brille hat jetzt nicht irgendwie so einen Bäm-Effekt oder man sagt, Mensch, toll, passt das. Auch das Kleidungsstück, was sie anhat, ist unter ihren Möglichkeiten. Einfach auch, weil sie diese dunklen Haare hat, auch recht stark pigmentierte Augen, sodass sie da auch einen Kontrast hat. Und alles von der Kleidung wie auch von der Brille ist einfach unter ihrer Wirkung. Wenn wir da ein bisschen drauflegen an Kontrast, also die Brille dunkler wählen, auch das Kleidungsstück ein bisschen kontrastreicher, dann seht ihr sofort, dass sich etwas verändert. Und um das herauszufinden, was am besten ist, empfehle ich tatsächlich mal Brillen aufzusetzen, die wenig Kontrast haben und den dann zu steigern. Also nehmt eine helle Brille, eine mittlere Brille von der Farbe her, vielleicht einen Grauton und dann noch ein Schwarz. Also dass ihr komplett unterschiedliche Farbtiefen habt und hell und dunkel konkret austesten könnt. Ihr werdet sehen, nur durch das bewusste Vergleichen werdet ihr eine ganze Menge da erkennen. Schauen wir uns den nächsten Bildvergleich an. Da haben wir eine ganz andere Frau mit einer Fassung, die ihren Kontrast recht gut unterstützt. Also da ist einmal die Haarfarbe mit aufgenommen und auch die Augenfarbe wird sehr gut von der Farbigkeit der Brille unterstützt und das Ganze wirkt sehr harmonisch. Ja, aber auch gerade vor einigen Jahren waren die schwarzen Brillen total in und sie sind auch immer noch teilweise auf den Nasen zu sehen. Schaut mal, wie die schwarze Brille wirkt. Da ist der Kontrast für diese Frau einfach viel zu stark. Das kann man jetzt modisch finden oder man hat jetzt jemand härter machen wollen durch eine Brille. Aber wenn wir genau hinschauen, dann seht ihr mit Sicherheit auch, dass die Augen verblassen, dass die nicht mehr im Fokus stehen und die Person letztendlich auch total in den Hintergrund gerät, weil die Farbe überstrahlt. Bei unserem vorherigen Modell war die dunkle Brille die bessere Variante. Diese Frau sieht einfach anders aus und von daher wäre eine andere Wahl besser gewesen. Kommen wir zu dem nächsten Thema, wie wir Farben unterteilen können, und das ist Leuchtkraft. Es gibt nämlich Materialien, die sind sehr matt und gedämpft oder gefrostet nennt man das teilweise auch, und es gibt andere, die sind sehr leuchtend und intensiv. Also die Farbe oder die Intensität einer Farbe ist natürlich einmal die Intensität, aber eben hängt auch mit dem Material der Brille zusammen. Und von daher empfehle ich euch auch da direkt mal zu vergleichen. Nehmt mal was Mattes aus dem Regal und vergleicht es mit etwas Glänzendem. Ihr werdet ziemlich schnell Unterschiede sehen und auch feststellen, dass es wieder mit eurem Äußeren zu tun hat. Und ich habe euch da auch nochmal zwei unterschiedliche Fotos mitgebracht, die könnt ihr euch mal anschauen und ich kommentiere euch die. Auf dem ersten Bild seht ihr einen ziemlich intensiven Blauton, der eigentlich theoretisch zu dieser Frau auch passt, die ja auch starke Kontraste hat. Aber weil das Material so massiv ist, wirkt das Blau sehr dominant und sehr stark und lenkt wieder von ihr ab.
Natürlich kann man noch argumentieren, sie wirkt sehr viel dynamischer mit dieser Brille, weil die Farbe diese Dynamik auch aussagt. Da kommt die Psychologie wieder von hinten herein. Aber zum Beispiel wäre das jetzt interessant, wenn diese Fassung einfach nur ein bisschen dünnrandiger wäre. Und dann wird das sehr viel besser aussehen. In der zweiten Variante seht ihr eine Fassung, die komplett den eigenen Farbbereich aufgreift. Also die Haarfarbe, die sie hat, und der helle Oberrand passt auch sehr gut zu ihrer Hautfarbe, sodass sie da eigentlich mit ihren Körperfarben, so nennt man das, arbeitet und damit auch sehr harmonisch wirkt. Auch eine super Variante, hat natürlich eine andere Wirkung. Sie wirkt dadurch etwas zeitloser, klassischer, ja, vielleicht auch ein bisschen sportiver von der Wirkung. Und da seht ihr auch, die Wahl der Stärke der Farbe macht ganz viel mit der Wirkung der Brille, aber auch mit dem, wie die Person aussieht. Probiert das aus. Bei manchen Menschen geht diese Intensität gar nicht und manche brauchen sie, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. Und da hilft euch das bewusste Vergleichen einfach wieder weiter. Jetzt kommt der dritte Aspekt da rein, vielleicht wartet ihr schon auf den, nämlich warm und kalt. Das sind bisher so die großen Unterteilungen, die aber sehr schwierig in der Regel sind, rauszukriegen bei Kunden, weil viele Kunden kommen ja nicht mit der Naturfarbe. Viele Frauen haben Make-up, Lippenstift, Haarfarbe sowieso anders, sodass ihr natürlich dann nicht so ganz leicht warm und kalt unterscheiden könnt. Aber ihr könnt es ausprobieren und bewusst beobachten und vielleicht seht ihr es auch in den Gesichtern. Auch da kommentiere ich euch gleich nochmal zwei Bilder. Möchte aber nochmal kurz zu den Farbkreisen erwähnen, dass die warmen Farben alle sehr gelbstichig sind. Das heißt, jede Farbe ist sehr stark mit Gelb angereichert und wenn wir diesen Farben Blau beimischen, werden sie irgendwann neutral oder wandern in den kalten Bereich auch ab. So, diese Übergänge sind fließend und es ist einfach so, dass jeder Mensch Rot tragen kann. Es kommt halt auf das richtige Rot an. Seid ihr im warmen Bereich, dann wäre das warme Rot interessant. Seid ihr im kalten Bereich, dann ist das blaustichige Rot interessant. Und das geht auch mit Grün und mit Braun und mit allen möglichen Farben. Und da ist die Wirkung tatsächlich nur über diese Gelb- und Blaubeimischung, wird dann in kalt oder warm abgemischt sozusagen. Gut, gucken wir uns mal die Bilder dazu an. Da haben wir auf dem ersten Bild wieder die bekannte Frau von gerade eben mit den rötlichen Haaren. Sie repräsentiert den typisch warmtonigen Menschen, hat auch von Natur aus rote Haare. Übrigens davon könnt ihr ausgehen, wenn jemand ganz natürliche rote Haare hat, wird er auch eine warme Haut haben, weil diese Parameter gehören auch zusammen. Die Augenfarbe übrigens nicht, denn wenn ihr genau hinschaut, hat sie sogar kühle Augen. Das kommt sogar sehr häufig bei warmtonigen Menschen vor, dass sie auch kühle, bläuliche oder auch grünliche Augen haben. Und ich habe hier einen Rotton auf der Brille gewählt, das passt auch sehr schön zu ihren Haaren, um nochmal ein Vorurteil auszuräumen, weil viele Rothaarige sagen, sie können kein Rot tragen. Doch, das können sie, es kommt nur auf das richtige Rot an. Und wenn ihr mal schaut, wie die Brille wirkt, passt die super zum Kontrast und wirkt auch sehr fein und modisch bei dieser jungen Dame. Auf dem zweiten Bild sehen wir jetzt mal einen Herren. Und ihr seht auch wieder, der hat viel stärkere Kontraste, also sehr dunkle Haare. Er hat helle Augen, ganz interessant. Ja, aber wenn wir die Haarfarbe aufnehmen in den dunklen Umrandungen, sieht das sehr harmonisch bei ihm aus, auch wenn die Augen jetzt in der Stärke nicht mitkommen. Er könnte auch ganz gut mal eine hellere Variante probieren, dann würden die Augen wieder im Fokus stehen. Es kommt halt immer darauf an, was wollt ihr betonen? Wo soll man eigentlich hingucken? Und das ist total interessant, das echt mal rauszutesten, wie das bei euch ist. Und nochmal zwei Sonnenbrillenbilder zum Abschluss. Da könnt ihr nochmal all euer Wissen zusammensammeln. Auf der einen Seite seht ihr eine warme, verspiegelte Sonnenbrille, beziehungsweise Verlaufsglas, nicht verspiegelt, Entschuldigung. Und man sieht aber sehr schön hinter dem Glas, wie die Haut gelblich wirkt. Von daher ist das nicht so eine tolle Variante wie die rechte Seite, wo alles im kühlen Ton seines Äußeren gehalten ist. Das sind nur kleine Unterschiede und trotzdem macht es hinter einer Wirkung wieder eine ganze Menge aus. Denn eigentlich wollt ihr doch euer Geld für das Optimale ausgeben, oder? Und nicht so viel Sachen haben, die so ja halbgut nur sind. Was euch sicherlich diese Bilder zeigen, ist, dass ihr natürlich von eurem Äußeren ausgehen könnt. Schaut einfach mal, wie viel Kontrast bringt ihr mit über die Haarfarbe, über die Augenbrauen. Schaut, wie sind eure Augen genau? Habt ihr helle Augen? Habt ihr dunkle Augen? Ihr könnt auch die Augenfarbe versuchen, in der Brillenfassung mit aufzunehmen. Ist auch eine tolle Variante. Wie sieht eure Durchblutung der Haut aus? Habt ihr eher so einen pinkigen Touch da drin?
Ja, die Durchblutung ist oft im pinkigen Bereich. Da lohnt es sich sogar auch mal eine Fassung zu wählen, wo ein bisschen Pink mit drin ist. Vorsicht, wenn die Pinktöne nicht zusammenpassen, dann wirkt es sehr schnell unharmonisch und betont die Rötung noch. Das ist natürlich dann nicht so gut. Aber dadurch, dass ihr vergleicht, das ist das Beste, was euch passieren kann, dass ihr wirklich bewusst hinschaut und mit einem anderen Aspekt vergleicht, könnt ihr euch schnell eine Meinung bilden. Und ich bin total gespannt, was für Erfahrungen ihr damit habt, mit dem Thema Farbe, nicht in Farbkategorien komplett zu denken, sondern die Wirkung von Farbe aufzusplitten. Wisst ihr es noch? Hell, dunkel, intensiv und gedämpft, kalt und warm. Ist nicht so viel und ich bin total gespannt, was ihr für Erfahrungen habt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ja, oder mir auch ein Like hinterlassen. Freue ich mich sehr. Tschüss und viel Spaß!